Erstmals ist eine Videoaufnahme von dem Verhör eines Insassen des US-Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba veröffentlicht worden. Die offenbar heimlich aufgenommenen Bilder wurden von den Anwälten des inhaftierten Kanadiers Omar Khadre herausgegeben. Auf den Bildern ist nach Angaben des kanadischen Senders CBC zu sehen, wie der damals 16-jährige Khadre im Februar 2003 von kanadischen Agenten verhört wird. Der junge Kanadier wird dem Sender zufolge von den Agenten zu seinem islamischen Glauben befragt und dazu, was er über das Terrornetzwerk Al-Qaida wisse. Während des Verhörs weint Khadre teilweise heftig und zerrt verzweifelt an seinen Haaren. Außerdem zeigt er den Agenten seine Verletzungen. Die Veröffentlichung erfolgte wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass die kanadische Regierung seit 2004 über Misshandlungen Khadres in Guantanamo informiert war. Kanadischen Medienberichten zufolge soll Khadre 3 Wochen lang mit Schlafentzug gequält worden sein, um ihn für die Verhöre gefügig zu machen. Khadre wird vorgeworfen, in Afghanistan einen US-Soldaten getötet zu haben.